Du hörst den Darmglück-Podcast Folge 90. In dieser Episode geht es ums Thema Fermentieren und fermentierte Nahrungsmittel. Und das ist ein Thema, was mir sehr nahe liegt, weil ich ja auch meinen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern und überhaupt meinen Kunden auch empfehle, regelmäßig fermentierte Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Und deswegen freue ich mich sehr auf diese Episode. Und wenn du spannende Tipps haben möchtest, also auch vielleicht Anfängerfehler, die du vermeiden kannst, dann bleib unbedingt dran. Willkommen zum Darmglück-Podcast, dein Podcast für Darm, Ernährung, Lebensstil und Mindset. Erschaffe deine Gesundheit von innen heraus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Darmglück-Podcasts. Hier spricht Julia Gruber, deine Gastgeberin, und heute habe ich zwei besondere Gäste bei mir mit im Podcast. Und zwar sind das Marco und Maria von Sauer macht glücklich. Ich kenne die beiden schon eine ganze Weile. Sie haben auch bei mir auf dem Blog schon mal einen tollen Blogartikel geschrieben. Und ich habe schon von ihnen Produkte bestellt und probiert. Sie machen ja fermentierte Nahrungsmittel und darüber werden wir heute in dieser Folge auch sprechen miteinander. Warum fasziniert mich dieses Thema so? Es ist wirklich eine tolle Sache, Gemüse zu fermentieren, weil du damit deinem Darm was Gutes tust, also Darmbakterien sozusagen unterstützen kannst damit. Und deswegen sprechen wir natürlich darüber, warum das so gesund ist, wie du es aber auch machst. Marco und Maria haben ganz tolle Tipps auf Lager, also auch Dinge, die ich sogar selber nicht wusste. Ich habe mal so einen Fermentationskurs selber mitgemacht und da wurden mir gewisse Dinge offensichtlich falsch beigebracht. Und Marco und Maria haben so viel Erfahrung in dem Bereich. Sie sind wirklich Fermentationsexperten, haben schon ganz viel selber ausprobiert, geben das in Kursen weiter, haben eine tolle Community, wo auch ganz viele Fragen immer wieder aufkommen und natürlich von ihnen beantwortet werden. Und deswegen ist dieses Interview eben so besonders wertvoll, meiner Meinung nach. Also wenn du mal dich erstens mal informieren möchtest, warum fermentiertes Gemüse so gesund ist, aber eben auch Tipps bekommen möchtest, dann bin ich mir sicher, dass dieses Interview genau richtig ist für dich. Marco und Maria werden in dem Interview auch über ihren neuen Kurs, die Fermentationsformel, sprechen. Und du findest mehr Informationen darüber unter www.gruber-ernährung.ch/fermentieren. Ich werde aber alles auch in den Shownotes zu dieser Folge verlinken und dann kannst du dir das genauer angucken. Jetzt freue ich mich erstmal, wenn du dir das Interview anhörst und bin gespannt, was du davon hältst. So, ich freue mich sehr, dass ich heute die liebe Maria und den Marco von Sauer macht glücklich hier im Gespräch habe. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo, danke, dass wir dabei sein dürfen. Danke, Julia, für die Einladung. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Ja, ich freue mich auch. Irgendwie hatte ich gedacht, ich habe euch eh schon längst interviewt für den Podcast, aber wir haben zwar schon öfters gesprochen, aber im Podcast wart ihr noch gar nicht. Ja, und wir haben noch nie die Aufzeichnen-Taste gedrückt, genau. Ja, genau. Ja, unser Thema ist ja fermentierte Nahrungsmittel und warum die so wichtig für den Darm sind und für die Darmflora. Und meine erste Frage ist, fermentierte Nahrungsmittel, man liest es wirklich immer mehr. Also ich glaube, vor ein paar Jahren war das irgendwie noch nicht so ein Ding und momentan ist es wirklich, ich würde schon sagen, Mainstream. Ja, nehmt ihr das auch so wahr, also dass das wirklich mittlerweile fast jeder kennt? Ja, jein. Also es hat sich auf jeden Fall schon was getan, dass wenn man mal so das erzählt oder anspricht, dass die Leute das auf jeden Fall schon von Fermentiertem wissen und auch wissen, dass das gut ist. Meistens haben sie sich dann nicht intensiver damit beschäftigt, aber ich nehme auf jeden Fall wahr, dass zumindest schon mal was davon gehört wurde. Also jetzt, wo wir angefangen haben, 2015, da war das ja wirklich noch gar nicht. Da musste man wirklich dann immer jeden immer noch so richtig von Grund auf aufklären, wenn man da was erzählt hat. Aber doch, es wird immer mehr, dass die Leute das auch schon kennen, ja. Ja,
Falls wir jetzt aber doch Hörer oder Hörerinnen haben, die es nicht kennen oder nicht wissen, was Fermentation überhaupt ist, könnt ihr vielleicht kurz erklären, was das ist und wie es funktioniert? Ja, klar, gerne. Also Fermentation oder in unserem Fall ist es die Milchsäuregärung. Es gibt ja verschiedene Formen von Fermentation. Aber jetzt speziell bei der Milchsäuregärung, das ist ein ganz natürlicher Prozess, der einsetzt, wenn kein Sauerstoff mehr vorhanden ist und die Milchsäurebakterien quasi die Möglichkeit haben, durch diese Sauerstoffarmut die Oberhand zu gewinnen über die Bakterien, die jetzt Fäulnis oder Schimmel verursachen würden. Und diese bräuchten dann nämlich wiederum Sauerstoff. Und wenn die Milchsäurebakterien jetzt eben dieses Milieu, diese Umgebung haben, dann beginnen sie, in dem Fall im Gemüse, die Kohlenhydrate zu Zucker abzubauen und das dann eben wiederum zu verstoffwechseln zu Milchsäure. Das Ganze senkt auch den pH-Wert ab, was dieses ganze Gärgut, das ganze Gemüse, was man da eben hat, wiederum auch haltbar macht. Und am Ende kommt eben zum Beispiel Sauerkraut raus. Ja, klasse. Sauerkraut ist wirklich das, was, glaube ich, die meisten Leute so kennen, ja. Was viele auch irgendwie mal so die Nase rümpfen, stelle ich fest, wenn ich das sage. Und ich habe auch zu den Leuten gehört, ganz ehrlich, also wenn ich Sauerkraut gehört habe, dann habe ich gedacht, oh, mag ich nicht. Aber ihr sprecht ja jetzt nicht von diesem zerkochten, ich sag mal, großen Mengen von Sauerkraut, die man dann so auf den Teller geklatscht kriegt, sondern wir sprechen jetzt wirklich von fermentiertem Gemüse in Rohkostqualität, richtig? Ja, genau. Ja. Ganz genau. Ich denke auch, dass gerade Sauerkraut einfach so dieses eingestaubte Image hat, so dieses, naja, keine Ahnung, alte Leute essen auch irgendwie und naja, und Kraut und Kohl und so, das ist jetzt nicht so sexy, ne? Und ich weiß noch, als wir Kinder waren, wir haben uns frisches Sauerkraut geholt. Aus den Fässern gab es das damals nämlich noch in den Supermärkten. Und das haben wir uns als Kinder, hat man sich nicht immer ein Eis oder eine Schokolade geholt. Wir haben uns tatsächlich das frische Sauerkraut aus den Fässern geholt. Und das war auch echt auch roh. Das gibt es jetzt im Laden nicht mehr so. Nee. Das war wirklich noch richtig frisch gewesen. Ja, und jetzt das Sauerkraut im Supermarkt, das ist ja tot. Ne? Das ist zerkocht, das hat keine Probiotika drin. Ja. Und geschmacklich ist das natürlich jetzt auch nicht der Hit. Ja. Nein, also wir reden ja wirklich von milchsaurem Gemüse. Das sind viele verschiedene Gemüsesorten, ganz ohne Zusätze, ganz natürlich, wild und traditionell fermentiert und eben, wie du schon sagst, in Rohkostqualität unpasteurisiert oder nicht erhitzt. Eben. Man kann sich natürlich auch warm machen, sollte da aber sehr, sehr schonend dabei vorgehen, wenn man das jetzt unbedingt möchte. Ne? Ja. Ja, weil der Sinn, sag ich mal, der Sache ist ja tatsächlich, dass man eben diese guten Bakterien bekommt, die uns ja auch sehr oft fehlen. Also wir machen ja bei uns in der Praxis sehr oft auch Mikrobiomanalysen, also testen wirklich im Stuhl, wie sieht das Bakterienverhältnis bei den Menschen aus? Und ich kann wirklich sagen, also fast 100% der Leute, die wir testen, haben zu wenig Milchsäurebakterien. Und wenn man es dann eben erwärmt sozusagen, dann gehen diese Bakterien ja auch kaputt. Ja. Und deswegen macht es absolut Sinn, das auch eher auf jeden Fall im rohen Zustand zu essen und eben auch vielleicht nicht unbedingt zu erwärmen. Ich glaube, was man machen kann, ist, wenn man halt was Warmes isst und dazu vielleicht dann diese fermentierten Gemüse gibt, dann ist das okay. Oder wenn man es vielleicht mal in eine Suppe reinmacht, die jetzt nicht kochend heiß ist oder so. Also ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten, wie man das zusammen essen kann, dass man es dann trotzdem gerne mag. Wenn jetzt jemand sagt, der säuerliche Geschmack, der liegt mir nicht so. Aber Maria, du hast ja gesagt, es gibt viele verschiedene Gemüse. Also wenn jetzt jemand wirklich sagt, nee, also Sauerkraut kann ich mir echt nicht vorstellen. Was gibt es denn sonst noch so? Genau, du kannst richtig viel fermentieren. Im Endeffekt sagen wir immer, wir fermentieren das, was wir auch rohköstlich essen würden, also sprich ungekocht essen würden. Ja. Und da ist so ein breites Spektrum da, ne? Von Karotten über Rettich, über Spargel fermentieren wir, die klassischen Gurken. Ne? Es gibt ganz auch diese Einlegegurken, die man auch so aus dem Spreewald kennt. Ja. Die kannst du eben auch einlegen. Wir legen die natürlich in Salzlake ein. Die Gurken aus dem Spreewald ist meistens in... Die haben auch schon auch die Salzlake. Ja, aber da gibt es auch einen Gewürzgurken. Ja, die sind dann gewürzt, oft in Essig eingelegt, was wir gar nicht tun, weil Essig natürlich jetzt auch nicht gerade förderlich ist. Und selbst auch Sauerkraut, wenn du sagst, okay, dieses klassische Sauerkraut mag ich nicht, gibt es so viele Varianten. Wir bieten zum Beispiel ein Sauerkraut mit Alge und Ingwer an.
oder mit Dill und machen das entsprechend scharf. Du kannst ein Pink-Sauerkraut machen aus Rotkohl. Also selbst bei Sauerkraut, ja, dann kann man das aufpimpen und auch optisch schöner gestalten und vor allem geschmacklich auch nochmal hochwertiger. Mhm. Auch mit Gewürzen. Genau, und du kannst eben auch fermentiertes Gemüse oder Gemüse allgemein auch super gut kombinieren. Ja. Du kannst zum Beispiel Karotten und rote Beete miteinander kombinieren. Schmeckt echt richtig toll. Und dann kommt diese tolle rote Färbung durch. Also gibt es ganz viele Kombinationsmöglichkeiten. Es gibt halt auch keine Grenze. Also du kannst hier wirklich jedes Ferment eigenständig kreieren und es wird jedes Mal ein Unikat. Es wird eigentlich auch nie wieder so werden, wie du es mal gemacht hast, weil durch eine gewisse Gewürzverlagerung wieder oder dass du andere Gemüsesorten dazu gibst, entsteht jedes Mal ein neues Superfood daheim. Mhm. Was sind denn eure Tipps, wenn jetzt jemand sagt, okay, also ich möchte das gerne mal ausprobieren, ich möchte das auch gerne mal selber machen. Was sind so die besten Tipps, wenn jemand anfangen möchte, selber zu fermentieren? Ja, also wie bei den meisten Sachen natürlich, Vorbereitung ist alles. Also dass man so eine Grundausstattung, ein gewisses Equipment da hat. Also das ist jetzt die ganz normale Küchenausstattung von Messer, Schneidebrett, vielleicht sogar ein Hobel, je nachdem, also ein Gemüsehobel, was man natürlich zubereiten möchte. Aber eben auch einfach Gefäße, die gut für eine Gärung geeignet sind. Ne? Dass das auch wirklich gut funktioniert, dass da irgendwie ein Gärsystem ist, ein Gärverschluss ist oder eben auch die Bügelgläser funktionieren auch. Dass man da zumindest mal eine gute Ausstattung hat. Und vielleicht auch wirklich mit Sachen anzufangen, die nicht so lange dauern, dass man da auch ja einfach nicht zu lange warten muss. Jetzt wie zum Beispiel ein Sauerkraut braucht auf jeden Fall 4 Wochen tendenziell, vielleicht sogar länger. Je nach Geschmack. Aber dass man vielleicht einen Chinakohl macht oder im Sommer auch mal Gurken. Das sind Sachen, die einfach schneller fermentieren und wo man vielleicht auch erstmal schneller einen Erfolg hat und eben sich nicht so arg gedulden muss. Und auch da auf die Qualität des Gemüses einfach achtet. Also wir verwenden da ausschließlich Biogemüse beziehungsweise achten auch drauf, wo es herkommt. Und ein gutes Salz zu verwenden, ohne Zusätze, ohne Rieselhilfen, ohne Jod, ohne Folsäure. Ja, das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Hinweis. Viele Leute realisieren gar nicht, dass Salz sehr oft eben Zusätze hat. Ja, genau. Ja. Kannst du vielleicht den Vorgang ein bisschen erklären? Wofür braucht man das Salz, respektive wie geht man vor, wenn man jetzt anfängt? Genau, also es gibt 2 Möglichkeiten und das ist einmal das Trockensalzen und dann das Salzen mit einer Salzlake, also mit in Wasser gelöstes Salz. Und grob kann man sich daran orientieren, wie man das Gemüse stückelt. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber das ist erstmal so für den Anfang die grobe Regelung. Wenn ich etwas Grobes mache, also wie zum Beispiel jetzt Einlegegurken, die schneide ich gar nicht klein, oder ich möchte mir Karottensticks machen, also so geviertelte Karotten der Länge nach zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder ich schneide die Karotten grob in Scheibchen, das geht ja auch. Mhm. Das wäre jetzt so ein Beispiel für eine grobe Variante. Da verwende ich immer die Salzlake-Methode. Das heißt, ich schnippel mir mein Gemüse so, wie ich das haben möchte, fülle das in ein Gärgefäß, mischt es noch mit Gewürzen vorher oder gebe dann die Gewürze noch im Gefäß erst dazu. Mhm. Und dann gebe ich diese Salzlake, also dieses Salzwasser im Prinzip, drüber, bis alles gut bedeckt ist. Deckt es natürlich noch am besten mit einem Blatt ab und mit einer Beschwerung. Und dann ist das Salzwasser wird dann so separat dazugegeben. Genau, Gefäß verschließen. Und in Ruhe lassen. Genau. Das Trockensalzen, das verwende ich klassisch wie beim Sauerkraut oder wenn ich aber auch anderes Gemüse habe, was ich so fein hobel oder so fein raspel oder raffel, bietet sich vielleicht auch für Karotten an oder rote Beete bedingt, weil die halt sehr viel Zucker hat wieder, die bildet da schnell Dextran. Die würde ich vielleicht eher grob stückeln dann. Aber bei Karotten wäre es zum Beispiel eine Überlegung. Kohlrabi funktioniert auch super. Ansonsten auch generell bei den Kohlsorten Weißkohl, Rotkohl. Die sind eher was man dann vielleicht feiner hobeln würde.
Die habe ich dann so trocken in meiner Schüssel, wie ich sie mir eben geschnippelt oder gehobelt habe. Und dann kommt das Salz direkt aufs Gemüse drauf, ohne Wasser, mit den Gewürzen, die man noch haben möchte. Und dann muss man das gut vermischen in der Schüssel. Kann es auch ein bisschen stehen lassen, dass es noch ein bisschen Wasser zieht. Dann auf jeden Fall kneten, dass man noch mehr Flüssigkeit rausbekommt aus dem Gemüse, quasi den Zellsaft, den Gemüsesaft da rausdrückt und bildet so aus diesem Gemüsesaft seine Salzlake quasi. Und dann gibt man das Ganze ins Gärgefäß, deckt es wieder ab, beschwert es und gibt noch den Rest von dem Saft, der in der Schüssel zurückgeblieben ist, mit drauf. Ne? Okay. Also das Ziel ist von dem Beschweren, damit das Gemüse eigentlich immer bedeckt ist, also dass es nicht mit Luft in Kontakt kommt, richtig? Es sieht immer erstmal gut aus, wenn das drin ist, aber nach 1, 2, 3 Tagen treibt es auf jeden Fall auf und dann ist es nicht mehr bedeckt. Okay. Und was würde dann passieren, wenn es dann nach oben quasi treibt? Also im besten Fall passiert nichts. Es wird vielleicht nur ein bisschen braun oben. Aber es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass die Fermentation noch nicht im Gange ist, wenn es gerade am Anfang noch passiert. Und dass dann der Teil, der oben eben an der Luft ist, ne, es ist vielleicht noch Sauerstoff im Gefäß drin, dass der dann einfach schon anfängt zu schimmeln, bevor unsere ganze Milchsäuregärung das Ganze konserviert hat. Ne? Ah, okay. Und Salz brauche ich eben auch, um das Ganze, bis eben die Milchsäuregärung richtig im Gang ist, um das Ganze auch das schon zu konservieren etwas. Ja. Ne? Und wie erkenne ich, ob was schiefgelaufen ist? Das erkennt man. Ja, nein, es ist schon so, ganz eindeutig wäre jetzt Schimmel drauf. Aber das ist, also meistens ist es eigentlich, immer wenn es oben irgendwie schimmelt, dann ist es jetzt irgendwie nicht geklappt. Ne? Das sind eigentlich, da kann man sich auch wirklich auf seinen gesunden Menschenverstand, auf seine Nase verlassen, wenn es schon mal richtig. Wenn es nicht gut aussieht, ja, also sprich der Schimmel oben ist, dann ist es nichts. Ansonsten riechen, probieren, solange kein Schimmel oben drauf ist. Ne? Also wenn der einmal da ist, dann bitte nicht mehr probieren. Mhm. Aber wenn bisher kein Schimmel drauf war, ist auch noch nie eine Fehlgärung bei uns irgendwie gewesen. Wenn, dann ist es wirklich immer so gekippt, dass es wirklich geschimmelt hat. Ja, okay. Ja. Und dann muss man auch das ganze Glas wegschmeißen? Genau, das machen wir zumindest. Und es gibt auch einige, die sagen, okay, die schöpfen oben nur ab, aber wir schmeißen alles weg, weil du siehst ja gar nicht, bis wohin die Schimmelsporen vorgedrungen sind. Das kann ja wirklich überall sein, deshalb komplette Entsorgung. Und das empfehlen wir auf jeden Fall. Aber ich sag mal, wenn du darauf achtest, wirklich Biogemüse zu nehmen, sauber, also auf die Hygiene achtest, auf die Temperaturen achtest, wie die Fermente stehen, dann wird das auch erfolgreich bei dir funktionieren. Ja. Eine Frage ist bei mir noch aufgetaucht. Ist es wichtig, dass man das von Hand klein schnippelt oder hobelt oder sonst was? Oder könnte man tatsächlich auch in so einem, ich sage jetzt mal, ich habe zum Beispiel einen Thermomix, kann ich da die Karotten auch drin raspeln? Kannst du auch machen. Wenn das die richtige Stückelung ergibt, auf jeden Fall. Das muss, das kann man auch so machen, ja. Ja, okay. Gut. Was kann man denn für Fehler machen oder was sind Fehler, die ihr vielleicht so am häufigsten seht? Naja gut, Fehler einmal, das steht auch ganz oft im Internet, dass ich ständig Luft dran lasse an das Ferment. Also es ist ja so, das System, wenn man jetzt ein Gärsystem verwendet, egal welches, gibt es ja unterschiedliche, ist ja der Sinn dahinter, dass ich ein anaerobes Milieu schaffe, also sprich ein sauerstoffarmes Milieu schaffe, damit die Fermentation überhaupt erstmal in Fahrt kommt. Und das heißt, ich möchte, dass der Sauerstoff aus meinem Glas rausgeht und kein neuer Sauerstoff reinkommt. So, und es gibt ganz oft zum einen auch Gerüchte, und die sind absolut auch falsch, immer das Glas zu öffnen. Zu lüften sozusagen. Also zu lüften oder zu öffnen. Also ich drehe quasi den Deckel ab, um den Druck abzulassen. Weil entsteht ja ein Druck in dem Glas, weil ein Kohlendioxid dort entsteht. Ein Gas entsteht und der will ja irgendwie entweichen. Deshalb entsteht ein Druck und die Deckel werden dann oft einfach immer aufgemacht, Druck entweicht und dann wieder zugemacht. Aber dadurch kommt neuer Sauerstoff rein. Also bitte macht das nicht. Nutzt einfach ein Gärsystem. Da ist ein Ventil dabei. Da geht der Druck automatisch raus, ohne dass neuer Sauerstoff reinkommt. Ja. Also das ist, ich sag mal, wirklich ein ganz wichtiger Hack, der super gut funktioniert und wo auch wirklich falsche Informationen einfach im Netz sind, muss man dazu sagen. Es kann auch funktionieren, aber in der Regel, und wir haben eine riesen Community im fünfstelligen Bereich, da funktioniert es oft eben nicht. Also das ist erstmal Empfehlung Nummer 1. Dann wirklich Biogemüse zu verwenden, hat einfach den Grund, wenn du konventionelles Gemüse nutzt,
bespritzt ist, dann hat das eine chemische Schicht und die ist eben nicht natürlich und dementsprechend ist die Schimmelgefahr extrem hoch. Das heißt, die Fermentation kommt erst gar nicht in Gang. Mhm. Dann wirklich natürliche Produkte zu verwenden, wie gesagt, Meersalz ohne Dieselhilfe, ohne E-Stoffe. Oder Steinsalz. Ne? Genau, Steinsalz ist auch eine Empfehlung. Achte auf die Hygiene, achte aber auch darauf, dass alles gut abgespült ist, also dass keine Spülmittel Rückstände sind, also auch wieder keine Chemie ist, dass wir wirklich 100% Natürlichkeit haben. Mhm. Richtig. Und dann ist ganz, ganz wichtig, bei welchen Temperaturen ich es fermentiere. Also es darf eben auch nicht zu kalt oder zu warm sein. Es ist so, wenn ich das Gemüse klein geschnippelt habe, ich habe es im Fermentationsglas drin, dann lasse ich es ungefähr eine Woche bei Zimmertemperatur stehen. Und Zimmertemperatur sind so 18 bis 22 Grad. Also eher tendenziell so 20, 22 Grad. Mhm. Lieber ein bisschen wärmer als zu kalt. Und nach einer Woche empfehlen wir immer, in den Keller zu stellen. Die klassischen Keller, die wirklich noch natürlich entstanden sind, die auch ein bisschen älter sind, die haben meistens eine Temperatur so zwischen 16 bis 18 Grad und das ist perfekt. Auf keinen Fall in den Kühlschrank stellen, weil dadurch wird die Fermentation abrupt gestoppt und ich fermentiere das gut nicht mehr weiter. Also das ist eben auch nochmal, was ganz oft stattfindet, dass viele dann sehr schnell und zu schnell das Ferment in den Kühlschrank stellen. Okay, also erst in den Kühlschrank stellen, eigentlich wenn man es fertig hat und es tatsächlich absichtlich unterbrechen. Genau. Genau, Julia. Also wenn du sagst, wow, Bombe, das ist, schmeckt perfekt, super, das ist 100% fertig für mich, dann kannst du im Kühlschrank stellen, ja. Ja. Ja, also das mit dem Keller hätte ich hier in Mallorca schon mal ein Problem. Aber wirklich lieber zu warm als zu kalt. Okay. In Korea wird der Kimchi auch fermentiert, die haben ja jetzt auch keine kühle 16 bis 18 Grad. Mhm. Wichtiger ist dann wirklich lieber zu warm als zu kalt, weil wenn es zu kalt ist, dann geht es überhaupt erst gar nicht in Gang, die ganze Fermentation. Ja, okay. Und wenn jetzt jemand, Maria hatte ja am Anfang gesagt, man kann auch ein Bügelglas verwenden. Wie funktioniert das da mit dem Druck? Also der wird nicht zu hoch, sondern man lässt es tatsächlich dann auch zu. Man lässt es zu, da in diesem Bügelverschlussglas, das besteht ja aus Glas und dazwischen ist ein Gummi eingezogen und über diesem Gummi kann das Gas entweichen. Ja, und das tut es auch wirklich, es funktioniert. Ich habe auch schon öfter mal gehört und gelesen, das Glas halt nicht so fest zumachen oder gar nicht zumachen, nur den, also wenn man den Deckel nur so zuklappt, dann steht der ja so leicht schräg. Wirklich richtig zumachen und da kann der Druck auch raus, ja. Genau. Perfekt. Gibt es die Möglichkeit, dass man auch Obst mit reinmacht? Also ich habe mal irgendwo ein Rezept gelesen mit Pfirsich noch mit drin. Mhm. Funktioniert das tatsächlich? Ja, auf jeden Fall. Also im Obst ist ja auch auf jeden Fall mal Zucker drin. Das fermentiert auch mit. Wir sind ganz ehrlich immer, wir mögen es einfach nicht so gern vom Geschmack mit dem Obst. Und man muss auch sich bewusst sein, dass mit dem Obst natürlich auch etwas höher der Anteil der alkoholischen Gärung ist oder sein kann. Okay. Das muss einem einfach bewusst sein, ne? Ja. Nach dem, was man möchte oder was man eben nicht möchte, ne? Ja. Aber wir haben schon ein Rezept dazu mal rausgebracht, ein Apfel-Rote-Bete-Relisch. Mhm. Das kam mega bei unserer Community an. Das haben wir einfach aufgrund der Nachfrage mal online gestellt. Dazu gibt es auch ein YouTube-Video. Also da haben wir auch wirklich wundervolles Feedback diesbezüglich bekommen. Ja. Also, wir selber, wie gesagt, sind jetzt nicht so die Obst-Fans in der Kombination fermentierten Gemüse, aber es scheint echt gut anzukommen. Ja, okay. Jetzt ist es ja so, wir wollen ja das fermentierte Gemüse essen, um uns gute Bakterien quasi zu liefern, um unsere Darmflora zu unterstützen, um ja die Verdauung zu unterstützen. Wie viel von dem fermentierten Gemüse sollte ich dann essen, damit ich auch wirklich von diesen Benefits profitieren kann? Ja, also es macht wirklich Sinn am Tag, also wirklich täglich 2, 3, 4 Esslöffel irgendwie in seinen Speiseplan, in seine Mahlzeiten zu integrieren. Wäre auf jeden Fall besser, als wenn man irgendwie jetzt einmal die Woche ein halbes Glas oder ein ganzes Glas dann isst. Okay. Auch immer noch besser als gar nicht. Aber wenn man da jetzt wirklich ganz bewusst drauf achten möchte, wäre es schon gut, wenn man täglich 2 bis 4 Esslöffel schafft. Beziehungsweise manche raspeln sich da auch einfach ein frisches Gemüse noch dann mit rein im Nachgang und nehmen sich das als Mahlzeit mit nach draußen oder mit in die Arbeit oder sonst wohin. Ja. Okay. Und essen das dann eben gleich so auch aus ihrem Glas. Ne? Das ist natürlich auch ein super Fastfood in der Hinsicht dann. Genau, richtig. Ja. Also wichtig ist die Regelmäßigkeit. Ja. Ne? Also lieber weniger regelmäßig als zu viel einmalig und dann gar nichts mehr. Ne? Ja,
Habt ihr Tipps, wozu das besonders gut passen könnte oder wie man es kombinieren kann? Ja, also wir mögen es auch total gerne als Gemüsebeilage zum normalen warmen Gericht zum Beispiel. Ne? Dann kocht man sich vielleicht einfach kein extra Gemüse nochmal dazu, sondern wie eben das Sauerkraut früher. Das war ja auch dann die Gemüsebeilage zu, weiß ich nicht, Bratwürsten oder Braten oder irgendwas. Ne? Ja. Bloß, dass man es eben vielleicht nicht warm macht, sondern einfach kalt dazu isst und man hat ja trotzdem sein warmes Gericht. Ne? Das passt wunderbar zu Kartoffeln auch. Oder Pellkartoffeln. Ne? Ja. Genau, Pellkartoffeln. Also auch super als so Ersatz. Also wir haben früher mal Pellkartoffeln mit Leinöl und Quark gegessen. Ja. Und gerade diejenigen, die natürlich jetzt vielleicht auch vegan leben, ist natürlich auch mit dem Gemüse als Kombination das super möglich. Ganz, ganz toll. Oder auf Brot schmeckt das auch sehr ja, gut. Ja, manche Sachen funktionieren super, wenn man sich die aufs Brot drauflegt. Ganz lecker auch. Klasse. Ja. Ansonsten in jedem Salat, den man sich anrichtet, jetzt gerade, ich glaube, jetzt geht auch langsam wieder die Zeit los, wo die Leute dann mehr Salat essen, ne? Vielleicht auch mit Sachen aus dem Garten oder so. Da passt es überall gut rein, ne? Ja. Oder halt wirklich pur, also pur geht's immer. Das kannst du auch überall mitnehmen, ein kleines Glas reinmachen und egal, ob du auf Arbeit bist, gerade vielleicht wandern gehst oder unterwegs bist, hast du immer dein Superfood dabei. Ne? Ja. Ja, schmeckt ja auch sehr erfrischend. Passt auch gut zu so chinesischem gebratenem Reis zum Beispiel oder zu Rührei, wenn man jetzt nicht vegan ist, passt es auch sehr gut. Also ich glaube, da muss man einfach mal ausprobieren. Und viele Menschen trauen sich manchmal nicht so ran. Und da sage ich immer, einfach probieren. Und du findest dann selber schon die Kombination, die für dich passt. Ja. Genau. Es hängt ja auch viel davon ab, welches Gemüse habe ich jetzt gerade da und welche Gewürze sind da dabei, wo es vielleicht auch gut dazu passt. Ne? Ja, genau. Da hängt es natürlich auch immer ab, ja. Ja, genau. Könnt ihr zu den gesundheitlichen Benefits vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, als ich jetzt gerade gesagt habe? Also es unterstützt die Verdauung. Was würdet ihr sagen, was sind sonst noch so Gründe, warum oder die für fermentiertes Gemüse sprechen? Ja, genau. Also genau, wie du schon sagst, es unterstützt die Verdauung. Und zwar in zweierlei Hinsicht, also sowohl bei Durchfall als auch Verstopfung wurden da schon gute Erfahrungen gemacht. Wir haben auch schon von einem Kunden gehört, ganz bei akuten Beschwerden, ja, also er hatte wirklich Magenschmerzen, hat dann das fermentierte Gemüse gegessen und sie sind weggegangen. Es muss nicht bei jedem jetzt so unmittelbar auch wirken. Ne? Es gibt da ja auch einfach sensiblere Menschen und die da einfach direkt darauf reagieren und manche weniger. Ne? Aber ich will nur die Erfahrungen mitteilen, die wir schon gehört haben. Es ist auch schon bei uns eine Kundin gewesen, da war ein kleines Mädchen, die hatte eine entzündete Speiseröhre und die konnte kaum was essen dadurch. Und mit dem fermentierten Gemüse haben sie es langsam wieder herangetastet und nach ein, zwei Wochen war die Speiseröhre wieder geheilt und sie konnte auch wieder normal essen. Wow. Genau, das wollte ich noch sagen. Also es stärkt auf jeden Fall natürlich das Immunsystem und baut natürlich die Darmflora auf, ne, durch die vielen Bakterien, die einfach da wirklich dem Darm beigetan werden und auch gerade nach einer Antibiotikatherapie, die natürlich vielleicht auch mal sein muss, ne, in gewissen Situationen kann ich darüber wirklich die Darmflora auch wieder aufbauen, ne, die ja nach so einer Einnahme von Medikamenten wirklich fast tot ist oder überhaupt nicht vorhanden ist. Das ist auf jeden Fall super. Und unsere persönliche Erfahrung und auch das Feedback von vielen Teilnehmern unserer Community ist, dass Heißhungerattacken extrem abnehmen. Ja. Also diese Heißhungerattacken auf schlechtes Essen, meine ich, ne? also wirklich, ne, weniger Chips oder Schokolade kennen wir ja selber, ne, wenn wir auf der Couch lagen und dann doch viel gegessen haben. Also das nimmt wirklich ab, wenn wirklich regelmäßig auch wenig fermentiertes Gemüse ist. Es gibt nicht mehr diese Heißhungerattacken, wo du sagst, boah, es geht nicht, ich muss jetzt irgendwas essen. Ja. Es ist natürlich auch viel besser bekömmlich, als wenn man das Gemüse jetzt roh unverarbeitet isst. Ne? Also wenn manche jetzt sagen, sie können keinen rohen Kohlrabi oder keine rohen Paprika oder so essen, wenn das fermentiert ist, ist es viel bekömmlicher und beschäftigt einen dann nach dem Essen nicht mehr so. Ja. Um es mal ein bisschen zu umschreiben. Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich sage meinen Kunden ja oft, sie sollen keine Rohkost essen, wenn sie halt Darmprobleme haben. Genau, richtig. Und vielen Leuten tut es auch extrem gut, dann eben mal auf Rohkost zu verzichten. Dazu zählen wir jetzt aber das fermentierte Gemüse nicht in dem Sinne, weil es ja eben fermentiert ist, also schon voraufgespalten und somit eben auch
verdaulich ist. Genau, ist quasi vorverdaut, ne? So ja. Dazu, ja. Mhm. Ja, genau. Ja. Jetzt ein Gegenargument, was ich sehr oft bekomme, ist, ich habe aber eine Histaminintoleranz und deswegen darf ich kein fermentiertes Gemüse essen. Was sagt ihr dazu? Ja, wir kennen da eine Heilpraktikerin, die tatsächlich auch mal histaminintolerant war. Und sie hat das komplett ausgeheilt durch Darmsanierung im Prinzip. Es kommt eigentlich so vieles vom Darm, wo man gar nicht unbedingt so sagen kann, das kannst du jetzt mit Fermentiertem heilen, sondern das Fermentierte ist einfach ein Teil von vielen, um seinen Darm wieder in Ordnung zu bringen, wieder zu heilen. Und damit kann man so viele Sachen auch wieder in Ordnung bringen, sei es jetzt auch Hautprobleme. Ne? Mhm. Aber mit der Histaminintoleranz, es ist auch möglich, das loszuwerden. Wenn das jetzt einfach noch nicht in Aussicht ist, aus verschiedenen Gründen. Wir haben auch viele Kunden mit Histaminintoleranz, die einfach dann, dass sie auf ihren Körper achten können und die einfach kleinere Mengen davon essen. Und das empfehlen wir auch allen, die uns da anfragen. Probiert es aus, tastet euch mal mit kleinen Mengen ran und guckt, wie ihr auch drauf reagiert. Ne? Mhm. Und bei manchen, da gibt es ja sicherlich auch verschiedene Ausprägungen. Bei manchen funktioniert es sehr gut, bei manchen weniger, bei manchen vielleicht auch gar nicht. Aber es ist deswegen nicht unbedingt für jeden ausgeschlossen. Ja, okay, super. Also eben wie bei allem. Also ich sage immer, Ernährung ist wirklich was, man muss halt Dinge ausprobieren. Und ja, genau. Der Körper gibt uns ja Rückmeldung. Und ja. Man muss vielleicht einfach wieder ein bisschen lernen, besser auf die Signale des Körpers auch zu hören. Ja, ganz genau. Und vielleicht eben auch mal mit kleinen Mengen anfangen und nicht übertreiben und einfach mal gucken, wie man so drauf reagiert. Ganz genau, ja. Und ich mache die Erfahrung übrigens auch, also wenn man wirklich den Darm in Ordnung bringt und man muss ja auch nicht gerade von Anfang an, wenn man jetzt wirklich eine schlimme Histaminintoleranz hat, kann man ja auch mal sagen, ich esse erstmal darmfreundlich und guck mal, wie ich das wieder so ein bisschen stabilisieren kann. Und dann danach, viele Leute denken ja auch eben so Dinge wie Histaminintoleranz oder auch andere Unverträglichkeiten, das hätte man für den Rest des Lebens. Mhm. Da kann ich wirklich aus Erfahrung sagen, nein, sehr vieles ist eigentlich rückgängig zu machen, wenn man wieder anfängt, artgerechter sich zu ernähren. Ja, genau. Ja. Sehr gut. Jetzt kann es ja sehr gut sein, dass jetzt meine Hörerinnen und Hörer Lust bekommen haben, das auch mal auszuprobieren. Ihr habt es zwar schon super gut erklärt, aber vielleicht wünscht sich der eine oder andere auch noch ein bisschen mehr Unterstützung. Und ihr habt ja einen Kurs dazu entwickelt, die Fermentationsformel. Mhm. Genau. Und den Kurs kann man jetzt auch sofort buchen. Also wenn du das hörst, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du kannst den Kurs jetzt buchen. Und ich fände es super, wenn ihr ein bisschen erklärt, wie der Kurs funktioniert, vielleicht auch, was ihr euch dabei gedacht habt, was euer Ziel ist mit dem Kurs. Das wäre super, wenn ihr das noch so ein bisschen erklären könntet. Ja, genau. Danke, Julia. Also Kurs haben wir ungefähr vor einem halben, dreiviertel Jahr gemeinsam mit unserer Community entwickelt. Also Wunsch ist aus unserer Community entstanden, nochmal was anzubieten, wo jeder Einzelne daheim in seinem Wohnzimmer eigenständig erfolgreich fermentieren kann. Ne? Später auch unabhängig natürlich von uns. Magst du was sagen, Schatz? Ja, in der Küche. Oder in der Küche, ja, bei uns ist die Küche so ungefähr. Und den haben wir gemeinsam entwickelt mit unserer Community. Wie gesagt, das erste Mal und jetzt werden wir den zum dritten Mal launchen. Also jetzt gerade eben sind die Tore wieder geöffnet und der ist wirklich mega geworden. Das ist kein reiner Online-Kurs, wie man ihn sonst so kennt. Das ist quasi ein Hybrid-Kurs. Ich kann mal ganz kurz erzählen, was da alles mit dabei ist. Mhm, gerne. Wir haben natürlich fertig gedrehte Videos. Zum einen erstmal, was ist Fermentation? Wie kannst du erfolgreich fermentieren? Warum sollte ich fermentieren? Mit ganz wundervollen Videos, mit Rezepten, wie ich daheim in meiner Küche fermentieren kann. Aber es gibt halt auch was dazu, dass alle die gleiche Ausgangssituation haben, nämlich jeder bekommt ein Fermentierset nach Hause geschickt. Also sprich ein Gärsystem mit einem Glas, mit einem Beschwerungsstein, mit einem Gärverschluss, mit einem Stampfer. Mhm. Jeder bekommt ein Arbeitsbuch, ein Workbook physisch nach Hause geschickt und es gibt noch viele Goodies und zum Schluss gibt es noch ein Abschlusszertifikat. Aber das war es eben noch nicht. Dieser Kurs lebt davon, dass wir wirklich gemeinsam fermentieren. Also es gibt wirklich gemeinsame Live-Sessions, wo sich alle Teilnehmer dazuschalten,
jeder, der möchte, kann auch zeigen, wie er daheim in der Küche fermentiert. Wir werden gemeinsam fermentieren. Davon lebt eigentlich die Fermentationsraum. Mhm. Das sind wirklich immer die tollsten Sessions. Die haben echt immer so viel Energie und wir freuen uns immer mega drauf. Und da geht es zum einen darum, dass wir wirklich die ganzen Hacks und Informationen raushauen, die wir über Jahre wirklich erfahren haben, wo wir auch natürlich erstmal Fehler gemacht haben. Und das wollen wir jedem weitergeben. Und jeder kann dort seine Fragen stellen in den Q&A-Sessions, ja. Also Frage-Antworten-Runden gibt. Es gibt wirklich, dass wir gemeinsam fermentieren. Wir haben alle gemeinsam das Gemüse da zu Hause, schnibbeln gemeinsam, legen ein und jeder hat dann wirklich mehrere Fermente nach diesen 4 Wochen erfolgreich daheim. Und das ist, wie gesagt, eins von sehr vielen und das ist wirklich ein richtig toller Kurs. Den launchen wir jetzt zum 3. Mal und ja, auch natürlich aufgrund der aktuellen Situation kam einfach das Feedback, Mensch, wir haben gerade eben auch ja, mehr Zeit als sonst. Ja. Wann gibt es eigentlich diesen Kurs? Und deshalb bringen wir gerade eben diesen Kurs auch raus, weil jetzt gibt es keine Ausrede, jetzt hat jeder Zeit und kann wirklich an dem Kurs dran teilnehmen. Wir freuen uns einfach wirklich drauf, ja, dich persönlich kennenzulernen. Ja, klasse, das klingt toll. Wie ist es, wenn man jetzt nicht in Deutschland lebt? Also schickt ihr auch in die Schweiz, nach Österreich und so weiter? Natürlich. Ja. Okay. Nee, das machen wir auch, ja. Ja. Klasse. Und also wenn das jemand interessiert, ich werde es auf jeden Fall verlinken in den Shownotes und du findest den Kurs auch unter www.gruber-ernährung.ch/fermentieren. Und aber wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes nochmal verlinken und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, wenn man jetzt loslegen möchte. Mhm. Falls jetzt jemand sagt, das selber machen und so, das möchte ich doch nicht. Ihr habt ja auch Produkte, die ihr verschickt, also die ihr fermentiert habt und die ihr verschickt, richtig? Genau, richtig, ja. Ja. Und genau, da kann man, denke ich mal, bei euch auf der Webseite einfach schauen und sich das gleich bestellen, richtig? Richtig, genau. Also ja. Wir haben eine Fermentationsmanufaktur, wir stellen nach unseren eigenen Qualitätskriterien fermentiertes Gemüse her und damit haben wir mal angefangen. Und bieten jetzt zusätzlich einfach noch die Möglichkeit, dass man auch daheim selber fermentieren kann. Ne? Dass jeder wirklich auswählen kann, was er am liebsten möchte. Ja, super. Gibt es noch irgendwas zum Schluss, was wir vergessen haben, was wir nicht erwähnt haben oder was ihr meinen Hörerinnen und Hörern einfach so gerne mit auf den Weg geben möchtet? Ja, gerne, klar. Vielleicht einfach mal anfangen. Ja, immer dieses Aufschieben und so, ne? Nein. Ja, richtig. Wirklich sich einfach mal trauen, ausprobieren. Vielleicht wird auch mal was nicht, aber davon vielleicht nicht gleich demotivieren lassen. Und ja, wir drücken ganz fest Daumen und wünschen ganz viel Erfolg beim Einlegen und viel Freude. Super. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und ich bin sicher, dass ihr einige neue Fans dazu gewonnen habt, die jetzt auch anfangen zu fermentieren und eben das auch dann ja euch hoffentlich zurückmelden, dass sie das gemacht haben. Also ja. Schreibt ruhig Marco und Maria, wenn ihr eure ersten Erfahrungen gemacht habt. Und ihr habt ja auch eine tolle Community, habt ihr gesagt. Also das ist eine Facebook-Gruppe, ne? Genau, so an sich die Facebook-Gruppe, da haben wir, ich glaube, über 8000 Leute jetzt schon drin. Insgesamt unsere ganze Community auf Pinterest, Instagram, Facebook, das sind über 15.000 Leute. Also die wächst wirklich extrem gerade. Ich sag mal, Fermentation ist gerade wirklich in aller Munde, wahrscheinlich auch aufgrund der aktuellen Situation, bin ich ganz offen und ehrlich. Die Leute wollen sich einfach unabhängiger vom Supermarkt vielleicht auch machen. Sie wollen wissen, was ist eigentlich in meinem Essen drin. Ne? Ich will mein eigenes Superfood kreieren und dementsprechend ist gerade echt ein großer Run, was uns natürlich auch freut, dass da einfach das Bewusstsein auch geschärft wird, was ist wirklich wichtig für mich, was möchte ich zu mir nehmen, welche Zutaten möchte ich in mir haben und vor allem, wie kann ich mein Immunsystem stärken. Ja, genau, klasse. Ja, ihr beiden, ganz toll, was ihr macht und viel Erfolg mit dem Kurs, viel Spaß mit der neuen Gruppe und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Julia, danke dir. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Gerne. Schön. Ciao. Macht's gut. Tschüss. So, das war also unser Interview und wenn du Lust bekommen hast, also ich auf jeden Fall habe Lust bekommen, selber jetzt auch wieder mehr zu fermentieren und wenn du auch Lust bekommen hast, dann wäre vielleicht wirklich der Kurs von Marco und Maria was für dich. Du findest alle Infos unter www.gruber-ernährung.ch/fermentieren.
und natürlich alle weiteren Links in den Shownotes. Die sind auch unter www.gruber-ernährung.ch/090. In diesen Shownotes findest du immer alle Infos zu den Folgen, alle weiterführenden Links und die Shownotes, die sind immer eigentlich zu finden unter der jeweiligen Episodennummer. Und ja, ich freue mich über deine Rückmeldung. Schreib mir auch gerne mal, wenn du selber was fermentiert hast, wenn du vielleicht gute Tipps diesbezüglich hast, dann gebe ich das natürlich auch gerne weiter. Also unterhalb von den Shownotes kann man in die Kommentare reinschreiben und da freue ich mich immer über Rückmeldungen, über Fragen, über Anregungen und so weiter und so fort. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen restlichen Tag und freue mich, wenn du nächste Woche wieder bei der nächsten Folge mit dabei bist. Danke, dass du dir diese Folge des Darmglück-Podcasts angehört hast. Weitere Details und die Shownotes findest du auf www.gruber-ernährung.ch.